Willkommen im Basic-Video zu Textaufgaben zum Trapez. Bevor wir mit der Textaufgabe anfangen, hol dir noch schnell ein paar Zettel und einen Stift. Pausiere dazu das Video. Machen wir noch schnell einen Sicherheitscheck. Wie lautet denn die Flächeninhaltsformel für ein Trapez? Notiere dir die Formel und stoppe dazu wieder das Video. Ich habe mir a plus c mal h dividiert durch 2 aufgeschrieben. Falls dir das schwer gefallen ist, schau dir nochmal das Video von Coach Stefan zum Trapez an. Wiederholen wir auch nochmal Längen- und Flächeneinheiten. Löse dazu die folgenden Umrechnungsbeispiele. Pausiere auch dazu wieder das Video. Ich habe diese Lösungen rausbekommen. Vergleiche deine Ergebnisse damit. 1,7 Meter sind 170 Zentimeter, da wir mit 100 multiplizieren müssen. Falls dir das schwer gefallen ist, schau dir nochmal das Video von Coach Tobias zu den Längen- und Flächeneinheiten an. Hier ist nun die Textaufgabe. Lies sie dir zuerst leise durch. Gut, dann lesen wir nun gemeinsam. Lies dabei laut mit, das hilft beim Verstehen. Elisa will in ihrem Zimmer einen neuen Teppich verlegen. Ihr Zimmer hat eine trapezförmige Grundfläche. Die Länge der parallelen Wände ist 42 Dezimeter lang und die kürzere 37 Dezimeter. Zwischen den beiden Wänden ist ein Abstand von 35 Dezimeter. Der neue Teppich kostet 3,15 Euro pro ganzem Quadratmeter. Wie viel muss sie für den neuen Teppich zahlen? Starten wir mit einer Skizze. Wichtig! Dabei musst du nichts abmessen, da es sich nur um eine Skizze handelt. Aber markiere dir, welche Längen wir gegeben haben. Drücke dazu auf Pause. Meine Skizze schaut so aus. Ich hoffe, deine sieht sehr ähnlich aus. Falls nicht, dann probiere es einfach noch einmal. Rechne nun den Flächeninhalt des trapezförmigen Zimmers sowie den Preis des Teppichs. Stoppe dazu das Video. Zeige dir nun meine Rechnung. Ich habe 1382,5 herausbekommen. Falls du es auch herausbekommen hast, super. Falls nicht, vergleiche deine Rechnung nochmal genau mit meiner. Natürlich handelt es sich um Quadratdezimeter. Rechnen wir das in Quadratmeter um, so müssen wir durch 100 dividieren und erhalten 13,825 Quadratmeter. Das kann man auf 14 aufrunden, da ja nur ganze Quadratmeter gefragt waren. Um uns den Preis auszurechnen, habe ich mir eine Tabelle erstellt, da es sich um eine direkte Proportionalität handelt. Für einen Quadratmeter müssen wir 3,15 Euro zahlen. Also müssen wir für 14 Quadratmeter das 14-fache zahlen. Also müssen wir mal 14 rechnen. Also ergibt das 44,10. Also 44,10 Euro. Formuliere nun einen Antwortsatz. Stoppe dazu wieder das Video. Mein Antwortsatz lautet so. Elisa muss 44,10 Euro für ihren neuen Teppich bezahlen. Gehen wir nun nochmal die Schritte durch, die wir gemacht haben. Wir haben ganz am Anfang das Problem erkannt, dass es sich um eine Flächeninhaltsberechnung handelt, da wir ja einen Teppich legen wollen. Als nächstes haben wir eine Skizze gemacht und gesucht, welche Längenangaben wir gegeben haben.
Das heißt, wir haben die Angabe in eine Zeichnung verwandelt. Danach haben wir uns den Flächeninhalt des Teppichs ausgerechnet, also die Berechnung der Aufgabe durchgeführt. Dann haben wir uns noch den Preis des Teppichs ausgerechnet. Das heißt, wir haben das Ganze in einen Kontext gesetzt und die Antwort formuliert. Ich hoffe, du konntest diese Aufgabe gut lösen. Im Mastery-Video kannst du weitere Aufgaben zum Trapez bearbeiten. In den anderen beiden Basic-Videos kannst du Aufgaben zu zusammengesetzten Figuren oder zum Deltoid bearbeiten. Bis zum nächsten Mal!